Weil du bist selbstständig und angestellt halt zugleich. Und das musst du halt auch strikt trennen. Wenn du das halt nicht schaffst, dann bist du halt lost in der Selbstständigkeit. Weil du bist halt der eigene Chef, was grundsätzlich auch gut ist, aber du bist gleichzeitig auch dein eigener Angestellter. Das heißt, du musst einerseits dich selbst managen können, andererseits dir selbst auch Aufgaben vergeben. Und dann auch diese Aufgaben überprüfen, ob die auch wirklich gemacht worden sind oder nicht. Und wenn du das halt nicht kannst, oder dann halt, das mache ich morgen, so dann, das funktioniert nicht. Sondern halt, so, hab eher das im Kopf, also so ob sie zum Beispiel so, okay, na, die eine Sache mache ich heute noch. So, na, das geht heute noch. Zum Beispiel, ob jetzt einen Post vorplanen oder irgendwas. Weil dann machst du das auch. Und dann ist es morgen erledigt. So die größte Krankheit der Gesellschaft oder in der Selbstständigkeit ist so das, machen wir morgen, starten wir morgen. Ah, die Diät, die starten wir morgen. Ah, die Fotos, das machen wir morgen. So, ah, die Buchhaltung, morgen ist auch noch Zeit. Und dann schiebt man es so lange aus, so wie früher in der Schule, bevor die Schularbeit war, so, dass du halt so eine Füllerei von Wissen machst. So, es gibt 7 Todsünden. Nicht nur in der Bibel, sondern auch im allgemeinen Leben, und da ist halt Füllerei eine davon. Das heißt, wenn du halt viel in dich reinstopfst, bringt nichts. Konstant, viel gescheiter. Und dann musst du dich halt selbst an der Nase fassen. Ja, was? Wenn du es selber nicht kannst, dann rufst du den Herr Elias an. Dann werden wir da einen guten Deal für dich ausverhandeln. Na, super. Dann passt sie dir an den Hosen. Scheiße, jetzt machst du meine Finanzen. Ja. Da kriegen wir schon einen Deal. Da kriegen wir schon einen Deal, kriegen wir schon Schmerz raus. Bei dir, oder was? Ja. Ja. Das ist halt der Punkt, ne? Und dann geht es aber richtig rasant. Wenn du selbst halt. Du musst dir selbst einfach einmal eine gewisse Zeit so leben. Und dann hast du es auch. So, ich sage ja nicht, dass das nur mit mir geht, ne? Ich sage dir nur, so, dass du halt selbst diese Disziplin halt an den Tag legen musst. Und wenn du das halt selber nicht auf die Reihe kriegst, dann brauchst du halt irgendwen, der das halt sagt, zum Beispiel für eine gewisse Zeit. Und dann nachher kannst du das auch. Wenn das auch gut war, ne? So, aber wenn du das halt selber dich nicht an die Nase fassen kannst und da wirklich die Disziplin, weil die meisten sind einfach verweichlichte Eier, mittlerweile, so die machen nichts mehr. Ich habe jetzt mittlerweile, schaue ich gerade ein paar Videos und so weiter, und da sagt einer, 40 Stunden Woche, das ist ein Teilzeitjob. Vollzeitjob ist 80 bis 100 Stunden die Woche. So, wenn du halt, du hast ja nicht einmal einen Vollzeitjob, sondern bist ja Vollzeit selbstständig. So, das heißt, du hast deinen ganzen Tag und du darfst dir einfach mal wirklich tracken, was du den ganzen Tag Stunde für Stunde machst. Im besten Fall im Halbstundentakt, dass du das einkategorisierst, so, dass du einen Timer stellst und im Halbstundentakt, okay, die letzte halbe Stunde habe ich Gespräch mit Elias, Wasser getrunken. Dass du das einfach mal wirklich aufschreibst, dass du mal siehst, was du da eigentlich für eine Scheiße machst und was da auch gut ist davon. Ne? Ja. Und dann kannst du alles wegstreichen von den Dingen, die nicht einnahmensproduzierende Sachen sind. Wenn du noch nicht auf die 8.000 bis 10.000 Euro Umsatz bist, dass du halt wirklich gut davon leben kannst. So, wenn du dann auf den Umsatz bist und das regelmäßig machst, dann kannst du dich auch andere Sachen widmen und so weiter. So, aber das ist halt einmal ein Zeithorizont, wenn du da wirklich sagst, okay, ich nehme jetzt 3 Monate Zeit oder 6 Monate, wie auch immer. So, ich nehme mir ein Quartal oder 2 Quartale Zeit, wo ich wirklich voll reinbutter. Da gibt es auch keine Treffen mit irgendwelchen lustigen Freunden, wo ich dann Spaß und Gaude und Tralala und Juxerei habe und so weiter. Sondern kannst du jetzt dann deine freien 3 Monate? Ja, aber nicht jeden Tag oder jede Woche einmal, sondern halt vielleicht einmal im Monat oder was. Mhm. So, und im besten Fall hast du Freunde, die dich dabei unterstützen. Das heißt, wenn du da irgendwie Hilfe brauchst zum Beispiel, rufst im besten Fall alle deine Freunde an und sagst dann, hey, du bist ein Freund von mir, oder? Ja. Kannst du mir bitte helfen? Ja, worum geht's? So, ich will selbst 3 Monate voll durchziehen. Bitte jedes Mal, wenn ich dich kontaktiere und dich anrufe, sag mir bitte, dass ich wieder arbeiten soll. Ja, das ist keine schlechte Idee. Ja, und das sagst all deinen Freunden und auch deiner Familie und so weiter und so fort.
Und dann zwingen die dich wieder zum Arbeiten und dann, ja, ich hab's selber gehört, ja gut, dann mach ich halt wieder was. So, aber das sind halt alles so Sachen, was du halt auch einfügen kannst und so gestaltest du halt deinen Alltag. Ne? Wenn du halt nichts machst und dir das nicht so wichtig ist und du halt so reinlebst in deinen Alltag, dass du irgendwo rauskommst, ja gut. Aber das ist, du brauchst halt eine gewisse Disziplin. Wenn du dir selbst diese Disziplin halt nicht geben kannst, dann ist es halt wichtig, dass du das halt, diese Disziplin halt von außen irgendwo dann auch bekommst. Ne? So, ob das jetzt ein externer Coach ist, ob das jetzt Familie ist, ob das Freunde sind, die dich auch wirklich dahin bringen wollen. Weil wenn es wirkliche Freunde sind, dann sagen die dir schon, hey Renate, jetzt, du hast mir vor 5 Tagen gesagt, ich soll dir sagen, du sollst wieder was hackeln. So, in 3 Monaten können wir sie gern dann treffen und dann können wir ein Glas Sekt trinken miteinander, wenn du das gemacht hast, was du mir gesagt hast. So, und dann nimmst du ja wieder selbst an der Nase. Ja. Und wenn du so dein Umfeld auch framest, dann tust du dir auch viel leichter. Ne? Weil dann, du musst alle Auswege im Endeffekt musst abkappen, sodass du nicht mehr rauskommst. So, okay, ja scheiße, ich kann nicht. Im besten Fall, der Hund sollte, wenn er da herumrennt, ein Schild oben haben, Renate, arbeite was, hakel was. So quasi. Ja. Weil dann, oder auch wenn du halt zum Beispiel, du musst dich ja selbst beobachten. So, es geht nicht darum, was du machst, wenn der da ist. Was sagst du zu... Nicht Freunde, sondern Bekannte, die sagen, hey, gehen wir wieder mal was trinken, treffen Sie doch mal, jetzt wird eh schon 5-mal gefragt, was sagst du denn? Ja, das ist sehr nett, dass du mir gerade mich da fragst und ich schätze das auch sehr, dass du mir das sagst. Ich habe jetzt für mich einfach gerade eine Challenge, die dauert jetzt 2-3 Monate, also 3 Monate bis zum Stichtag 31.03. zum Beispiel. Da habe ich leider keine Zeit, weil ich da die ganze Zeit in meiner Challenge drin bin. Aber du kannst mir gern helfen in der Challenge, wenn du willst. So, aber damit können wir sie gern treffen. So, also du musst halt wirklich zu dir und zu deinem Ziel stehen. Und es geht nicht darum, was du machst, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt da sind. So, darum geht es nicht. Jetzt haben wir ein Interview gemacht und jetzt fühlt sich das produktiver und ja, ja, ich habe was gemacht jetzt. Ne? Die Frage ist, was du machst, wenn keiner zuschaut. Ja. Wo du darfst du vielleicht... Am besten wäre es, einfach eine Kamera fixieren irgendwann einmal. Was du eigentlich so tust. Ja, was du einfach tust. Ne? Wenn du irgendwie am Kühlschrank gehst und überall, wo du halt hingehst, bewusst oder unbewusst, schreibst du irgendeinen Zettel hin und sagst, hey, zurück an die Arbeit oder irgendwas in die Richtung, ein Hackel was oder so, in deinen Worten halt das zu fassen. Dann. So, und dann zwingst du dich immer wieder da an deine Arbeit wieder. Weil das, dir macht es ja Spaß, die Arbeit. Ne? Ja. Ist ja nicht so, dass das jetzt was Ungutes ist. So, aber auch das, was dir Spaß macht, braucht Disziplin. Mhm. Weil Disziplin kreiert Freiheit. Wenn du jetzt zum Beispiel diszipliniert für 3 bis 6 Monate da dran bist, wirklich konstant Kunden gewinnst. Kannst du mir den Satz aufschreiben? Disziplin kreiert Aber das ist halt ganz wichtig, ne? Weil wenn du halt da wirklich Disziplin am Start hast und an den Tag legst, so dann hast du da auch die Disziplin, da 3, 4, 5, 6 Monate durchzuziehen und da wirklich dann konstant diese Sachen, was du eh jetzt gelernt hast auch, sehr, auch du umsetzt und durchziehst und dann hast du ja die Freiheit, dass du entscheiden kannst, okay, willst du das dann selbst noch weitermachen, zum Beispiel die ganzen Sachen, oder hey, auf diese Sache, die habe ich jetzt gemeistert, aber eigentlich habe ich da keinen Bock drauf, diese gebe ich ab zum Beispiel an eine Assistentin. Dann habe ich auch diese Freiheit, weil ich jetzt mehr Geld habe als vorher, dass ich auch eine Assistentin mehr einstellen kann. Auf zum Beispiel 10, 20 Stunden im Monat. Ja. Oder projektbasiert. Oder du holst da jemanden als Praktikum zum Beispiel. Irgendwas so in die Richtung. So, ich würde halt eher jemanden dabei haben, der wirklich committed ist. Ja. Im besten Fall direkt eine Vollzeitstelle. So, aber du musst halt Gas geben. Mhm. Dann ist halt die Sache. Weil dann hast du eine zweite Person, die mitdenkt und erst alles übergeben kannst.
So, wenn es jetzt so, ja, jetzt ist es halt so. Ich denke mir halt ein, weil es ist ja viel einfacher, wenn man zu zweit ist, weil dann habe ich eine Idee für Real und dann kann ich es halt umsetzen, weil ich muss warten, bis das irgendwer Zeit hat, den ich filmt. Oder der will das mit mir dann umsetzt, weißt du, was ich meine. Und wenn ich dann mit zweiten habe, dann denke ich mir so, ja, jetzt können wir das gemeinsam umsetzen. Ja, ja, aber jetzt. Okay, ein Real, was dann? Ja, Real sein ist das Wichtigste. Ja. Instagram. Ja, das Wichtigste ist Kunden gewinnen. Kontakt mit den Leuten. So, Reels ist ein Weg dahin, zum Beispiel. Heißt nicht, dass das etwas Schlechtes ist und so. Aber wichtig ist halt, du brauchst einen klaren Weg, wie du halt regelmäßig an Kunden kommst. Den hast du, beziehungsweise den kannst du noch ausbauen mit den Events und so weiter. Das, ich schwör, das ist the way to go bei dir. Das, ich würde das voll ausreizen bis zum Gehen immer. Ich würde da Touren machen, jetzt mit deinem Bus, so, hey, ich bin dort und dort und da und da und bla 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 und tralala, dann setzt du da mit den ganzen Gemeinden in Kontakt und keine Ahnung, da gibt es Möglichkeiten bis zum. Geht nicht mehr.